Mein heutiger Gast, ein langjähriger Patient von mir, er heißt Georg. Herzlich willkommen, Georg, und vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst für dieses Interview. Ich habe nachgeschaut in der Krankengeschichte, du warst 2012 das erste Mal bei mir, vor 9 Jahren. Genau. Was war damals deine Diagnose? Warum bist du zu mir gekommen? Also ich hatte Diagnose Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom. Die Ärzte, die Onkologen haben damals eigentlich ziemlich dringlich verlangt, dass ich eine Behandlung mache, weil die Gewebsprobe hatte da so ein bisschen Alarmzeichen ausgelöst bei der Onkologie. Also ich kann mich erinnern, du hattest vergrößerte Lymphknoten, genau. Große Milz. Was waren deine Beschwerden? Was hast du selber gemerkt? Also selber gemerkt habe ich ein Geschwulst. Das war da an dieser Stelle, wo man, wenn man erkältet ist, auch so eine Schwellung hat. Und das ging nicht mehr weg. Und das hat mein Hausarzt dann hat gesagt, also eine Option wäre eben auch ein Lymphom für das. Und das war eigentlich die einzige dauerhafte Beschwerde, die ich hatte. Und natürlich, die Untersuchungen ergaben dann vergrößerte Milz und Knoten im Bauchraum. Ja, vielleicht für die Zuschauer, ein Lymphom oder ein Lymphom, wie Georg erwähnt, das ist eine Art von Blutkrebs. Es gibt da viele Formen. Bei ihm war es ein B-Zell-Lymphom, aber das spielt ja keine Rolle. Es ist wichtig, die Diagnose, es ist eine schwerwiegende Krankheit, eine Form von Blutkrebs. Aber wie du sagst, du hast gar nicht viel gemerkt, außer diesen geschwollenen Knoten. Genau. Ich habe nachträglich gedacht, ich war müde in dieser Zeit. Kann auch andere Ursachen haben, aber Müdigkeit war auch wahrscheinlich eine Folge dieser Erkrankung. So. Hast du das in Zusammenhang gebracht, Müdigkeit mit dieser Schwellung? Schon, ja. Ich habe dann so nachträglich gemerkt, ja, ich war im Sommer, im Herbst war ja die Diagnose, im Sommer war ich sehr, sehr müde, unerklärlich müde für mich. Jetzt warst du ja auch, du hast es selber erwähnt, bei anderen Ärzten auf der Onkologie. Onkologie, das ist die Spezialisten für Krebs. Was haben die gesagt oder was war der Vorschlag zur Therapie? Also die Onkologie, die hat dann eine Chemotherapie vorgeschlagen. Ich habe dann gesagt, ich wäre eigentlich eher zurückhaltend damit, aber die Onkologen haben das gar nicht gehört. Sie haben einfach gesagt, das und das, und ich weiß die Namen nicht mehr, was sie mir vorgeschlagen haben. Jedenfalls, die entscheidende Frage für mich war dann, den Onkologen gegenüber, muss ich das jetzt machen oder kann ich damit auch warten? Gibt das eine Katastrophe, wenn ich da nicht sofort einsteige? Und auf diese Frage hin haben die Onkologen gesagt, ja, natürlich, man kann da schon noch ein bisschen zuwarten, aber es wäre schon besser jetzt. So. Und was hast du dann entschieden? Und dann war es für mich klar, oder, dass ich auf diese Behandlung mindestens vorerst verzichte. Ich habe nie gesagt, ich verzichte grundsätzlich, sondern ich habe immer gesagt, wenn es jetzt nicht dringend ist, dann mache ich das nicht. Und ich hatte eben im Hintergrund die Möglichkeiten, die du aufgezeigt hast, die schon die Praxis Horsch in Heiden aufgezeigt hat. Und ohne das hätte ich wahrscheinlich da nicht so Widerstand geleistet. Schönes Wort, Widerstand leisten gegen die Vorschläge der Ärzte. Ja, es kommt alles so natürlich daher. Das ist ja klar, dass man jetzt das und das macht, oder? Das ist ja gar keine Frage auf der Onkologie. Gut, dann kamst du zu mir in dieser Situation. Weißt du noch, was ich dann gesagt habe? Ja, also ich weiß noch, du hast dann mit großer Selbstverständlichkeit das, was der Hirsch angeordnet hat, hast du gesagt, ja, da müssen wir noch ein bisschen nachdoppeln und hast mir dann einfach all diese Vitalstoffe verschrieben und mich natürlich sehr bestärkt darin, eben auf diesem Weg. Und das hast du das gemacht? Anstatt Chemotherapie. Das war zu Beginn. Genau.
wie ging es dann weiter, nach einem Jahr zum Beispiel? Ja. Du musstest ja weiter in die onkologischen Kontrollen. Was hat man dir dort gesagt? Ja, vielleicht noch ergänzend zuerst. Eben, ich habe natürlich auch Ernährung, du hast mit mir über Ernährung gesprochen. Ich habe auch die Ernährung umgestellt und war da am Anfang ziemlich strikt. Also wenig Zucker, kein Weißmehl und so weiter. Viel Gemüse. Du schmunzelst. Alles, was die Leute nicht mögen. Nein, ich habe das gern. Also kurz, ich war dann zuerst vierteljährlich aufgeboten, weil die hatten wirklich Angst um mich auf der Onkologie. Also ich habe gespürt, da war ein Anliegen, oder? Und ich bin dann nach einem Vierteljahr wieder gegangen. Und dann hat man mir gesagt, also jetzt wäre schon Zeit, jetzt zu beginnen. Es wäre gut, es ist besser jetzt als später, wenn sie noch mehr krank sind und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, ich warte zu. Ich warte ab. Und nach einem weiteren Vierteljahr genau gleich. Und dann war nachher ein halbes Jahr Pause mit Kontrolle. Damals habe ich auf der Onkologie jeweils die verschiedenen Blutwerte gemessen, dann war eine Sonographie und zeitweise auch eine Röntgenaufnahme der Lunge. Also du wurdest immer kontrolliert, ob sich dieser Krebs weitergebildet hat, fortgeschritten war. Und dann hat man eben festgestellt, dass die Lymph sogar zurückgegangen ist. Man hat festgestellt, dass die Knoten nicht wesentlich größer werden. Das ist halt schwierig mit der Sonographie, das zu messen. Es gab dann auch zweimal ein CT, wo man das genauer feststellen kann. Auf jeden Fall, die Knoten waren da. Niemand sagte, sie sind jetzt geheilt, oder? Aber es hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Trotzdem hat man dir weiter empfohlen, die Chemotherapie durchzuführen. Also ich habe sehr viel Verständnis gehabt, mehr als andere, die ich kenne. Und es war dann nach allerdings vielleicht 2-3 Jahren, war es soweit, dass der mir gegenüber sitzende diensthabende Arzt sagte, ja, ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg. Aber eben, ich weiß, das ist je nach Arzt dann verschieden. Das war jemand, der offenbar Verständnis hatte und der das auch medizinisch mit gutem Gewissen begleitet hat. So. Ja, auch von meiner Seite, ich bin ja nicht dagegen. Ich empfehle ja allen Patienten jeweils, in die Onkologie zu gehen, sich untersuchen zu lassen und alle Vorschläge werden wir diskutieren. Wir müssen das Beste aus beiden Lagern nehmen, aus der Schulmedizin und aus der Vitalstoffmedizin. Und das war bei dir so. Ja. Das ist jetzt 9 Jahre her, seit du diese schwere Diagnose bekommen hast. Hat es je mehr gebraucht? Hast du je eine Chemotherapie gebraucht später? Nein, das war gar keine Diskussion mehr, auch von der Schulmedizin her. Ich habe dann mal gefragt, wieso habt ihr eigentlich am Anfang so einen Lärm gemacht? Und dann haben sie gesagt, ja, das war offenbar doch eine Fehleinschätzung. Das war die eine Antwort. Die andere war, ja, man schaut das heute auch nicht mehr ganz genau gleich an wie damals, so nach 7 Jahren, oder? Also, aber es war gar nie mehr, es stand gar nie mehr zur Diskussion, wurde auch von den Onkologen gar nicht mehr vorgeschlagen. Wie geht es dir heute? Also es geht mir gut, ich werde älter, das merke ich. Aber das hat ja mit der Krankheit nichts zu tun. Wenn man mich fragt, und auch mein Gefühl ist natürlich, ich bin eigentlich nicht krank. Natürlich habe ich diese Diagnose und die Diagnose bleibt. Also ich bin in diesem Sinn medizinisch nicht gesund. Aber ich von meiner ganzen Gefühle her, von meinem ganzen Gehen her, habe ich keine Einschränkungen. So.
Kann man sagen, dein Zustand, abgesehen jetzt vom Alter, von der Krankheit her gesehen, ist der gleiche wie vor 9 Jahren? Würde ich so sagen, ja. Würde ich so sagen. Eben, man weiß ja nie, was genau was ist, oder? Aber ich habe auch von der Onkologie her keine Hinweise, also von den Ärzten her keine Hinweise, dass da irgendetwas sich verändert hat. Ja, wir freuen uns. Ne? Ja, ich freue Niemand mich weiß, das, ist das, das geht mir auch so. Ich kann nie wissen, was waren die Vitalstoffe, was war die Schulmedizin. Jetzt bei dir offensichtlich waren die Vitalstoffe kräftig genug, diese genau. Krankheit unterdrückt zu behalten. Aber ja. Ich hoffe, es geht weiter die nächsten 9 Jahre. Unverändert. Hast du noch irgendwelche Schwellungen oder so wie am Anfang? Nein, das ist eben alles. Die sind alle verschwunden. Also diese Schwellung ist zurückgegangen und nie mehr zurückgekommen. Ja. Die Milzgröße wird ja regelmäßig gemessen und die bewegt sich immer im oberen normalen Rahmen. So. Ja. Also auch nicht mehr vergrößert? Nicht mehr wirklich vergrößert. Also eigentlich eine Besserung? Eine Besserung, ja, genau. Super, Georg, vielen Dank. Das war eindrücklich, was du uns erzählt hast. Herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.